Einmal mehr, 5M, kann schon nicht schaden. Also ich bin gerade auf diesen Server ge... ich wollte mich gerade schon beschweren, dass ich hier auf den Server gejoint bin und irgendwie nichts sehe. Aber ja, okay, alles gut. Es hat nur ein bisschen gedauert. Server sind heute sehr, sehr, sehr langsam. Ja, und das Ganze hier ist ja Ingame-Chat. Da kann ich meine Stimme nicht verstellen. Das ist ziemlich blöd. Aber immerhin haben wir es geschafft. Wir sind ja schon mal eingereist, ne? Das ist ja schon mal... ist ja schon mal gut. Oh, oh, oh. Wie hoch stehen die Chancen, dass dieser Medic ein Beamter ist? Servus. Hallo. Dann halt nicht. Jo, es geht ab. Ja, hallo. Es geht ab, Homie. Hast du ein Auto für mich? Ja. Hier, den kannst du nehmen. Vielen Danke. Wie starte ich den Motor? M-Muskel. Bitte, Stimme, Stimme. Müssen wir mal reden, ganz kurz? Die Stimme kommt mir irgendwie bekannt vor. Na super. Aber der Wagen ist immerhin schon mal schnell. So, ein weiterer Tag, ein neuer... Oh, nein, wir fangen nicht direkt an, Beef zu machen. Nein, nein, nicht so. Oh, hallo, Kollege. Hallo. Hallo. Kollege. Hallo. Kann ich Sie mitnehmen? Ja. Steigen Sie ein. Aussteigen. Raus aus diesem Auto. Geiles Soundboard, Bro. Hör auf zu lügen, Mann. Raus aus diesem Auto. Digga, okay, wenn du der Echte bist... Hilfe. Hilfe. Hallo. So, Digga, du fette Arsch. Ich hab's so vermisst. Ich hab's so vermisst. Ja, wenn du nicht der Echte bist, sag Bananenbrot. Disco, hallo? Oder hast du Geld? Nee, ich hab kein Geld, du. Ja, wenn du der Echte bist, du der Echte. Digga, was ist hier los? Hallo? Ja? Was ist das? Flugzeug. Landezone. Darf ich fliegen? Oder darf ich fliegen? Komm schon. Warte. Komm, Cisco, bist du's? Ich flieg jetzt einfach eine Runde, ja? Nee, ich fahr mit. Komm, mach mal Platz da hinten. Digga, ich will mitfliegen. Nee, ja, das rammst du die ganze Zeit. Mach mal Platz da. Disco. Verpiss dich. Tu mir aber bitte einen Gefallen und bring mich nicht um. Nee. Wenn du der Wheelie bist, sag Glenn Hart. Hallo. Sag Glenn Hart. Hallo. Was geht hier ab? Wo sind die Leute? Hallo. Hallo. Kollege, wo sind die Leute? Ich flieg jetzt einfach irgendwo rein, ja? Oh, da sind ja sogar Leute. Hast du Waffen dabei? Ja. Die wirst du brauchen. Servus. Hallo. Sorry. Er hat mich gezwungen. Hallo, hallo. Er hat mich gezwungen, hier zu landen. Der da. Der hat mich gezwungen. Der hat mich gezwungen, hier zu landen. Da, er haut ab. Schieß ihn doch weg. Der liegt da jetzt. Nimm mich doch. Nimm mich doch. Hallo, hallo, Jungs. Anstrengen. Streng dich doch mal ein bisschen an. Hallo. Leute, hallo. Warte, hallo. Mein Name hallo. Ruhig jetzt. Ihr kennt mich nicht, jetzt strengt euch mal an, bitte. Ich nicht, Voice aber... Changer, Digga, Voice Changer. Franzisco Winkler ist da! Nein, das ist Voice Changer. Ey, wenn du kein Voice Changer bist, dann sag... Der hat hallo. Kann ich eine Waffe haben von einem von euch? Vielleicht? Ja, von mir. Nein, das Voice Changer ist Voice Changer. Wie kann man so dumm sein, ehrlich? Ja, nein, trotzdem erst aber... Wie kann man so dumm sein? Okay, gib mir mal eine Waffe, bitte. Ey, Digga, das ist Cisco, Junge. Cisco? Ich hab dir die Waffe gegeben, Cisco. Ehre. Ich geil, was ist für eine Waffe? Scheiß Fanboys. Oh Mann, ey. Warum muss man so unangenehm fanboyen, Mann? Das ist ja maximal unangenehm. Cisco! Cisco, wie so Affen im Urwald, Junge. Stopp! Schieß mal auf den, komm her. Eine Waffe, gesagt, hallo, eine Waffe auf mich richten ist eine Schussankündigung. Das ist eine Schussankündigung. Mach die Hilfe, Faxen. Die haben auf mich gezielt, das war eine Schussankündigung. Deswegen habe ich die weggeschossen. Alles gut bei dir sonst? Ja. Nun gut, die Admins wissen auch Bescheid, dass ich hier bin. Das hat ja wirklich sehr lang gedauert. Ist das ein Problem oder warum fahren sie auf der falschen Seite? Oder ja, genau, einmal bitte rechts ranfahren. Hallo. Das ist der Punkt, wo der Spaß richtig beginnt. Genau hier beginnt der Spaß. Huiuiui. Oh ja, jetzt geht's los hier. Jetzt ist Rambazamba. Oh, oh, oh. Ich werde sie abhängen. Oha, wie schnell die auf einmal sind, Junge. Warum sind die auf einmal so schnell? Nein! Scheiße! Ah, no. Oh, oh. Halt nur, schieß auf ihre Reifen. Anfahren. Nein! Das war eine Schussanke... Oha. Die haben zuerst geschossen, oha. Woher wollen die wissen, dass ich hier bin? Ich hab sie abgehangen. Ich bin einfach der Beste. Das Cisco G. G steht für Genie. Da vorne sind sie noch, mich am Suchen. Ah, nee, die haben ein neues Opfer gefunden, alles klar. Ja, schön in die Hood rein, genau. Rechts ranfahren oder schieß auf ihre Reifen. Einmal bitte rechts ranfahren. Rechts ranfahren. Können Sie mir helfen, mein Freund? Einmal bitte rechts. Rechts ranfahren. Dann gehen Sie zum MD am besten. Da ist ah, Sie haben mich vorher gerammt. Einmal bitte rechts ranfahren, der Herr. Was sind das für Leute, ey? Da helfen Sie mir. Bitte bringen Sie meinen Freund, der stirbt sonst. Oha. Oha. Das haben Sie davon.
Selber schuld. Oder genau, einmal bitte rechts ranfahren. Schmuckkopf. Erstmal reparieren. Gibt's hier überhaupt sowas? Wie eine Tuning-Werkstatt? Entschuldigung, der Herr. Hallo. Cisco. Wo ist denn hier die nächste Tuning-Werkstatt? Nein, nur sagen. Cisco, bitte. Ich glaube, ich werde jetzt einen Shop-Raub starten. Aber vorher brauche ich eine Geisel. Da vorne fährt meine Geisel. Stopp. Oh. Stopp, anhalten. Das ist meine Geisel. Hände hoch. Ja. Hier aufsteigen. Ja. Auf das Motorrad. Komm. Und wie geht's hier? Schnauze, sonst knallt's. Bist meine Geisel. Ruhe. Kannst du es mal knallen? Halt den Mund jetzt, ich brauch dich noch. Okay. Das ist ja ultra langsam. Was ist das für ein Moped, Junge? Weiß ich auch nicht. Habe ich auch gestohlen. Ekelhaft. Könnt ihr ihm vielleicht helfen beim Ladenraub? Du bist Geisel. Ja. Rein da. Mach ich da. Und hinknien. Ja, mach ich doch. Hände hoch. Sehr schön. Genau so. Hast du eine Waffe dabei? Nee, wurde mir gerade von einem Schwanzfall was abgezogen. Komm mit. Ja, was soll ich jetzt machen? Dich da vorne an die Tür knien. Mach E-Surrender. Ja, und jetzt heißt es warten, ne? Ein paar Sekunden später. Ah, da waren sie ja schon, die Kollegen. Die Kollegen vom PD. Haben die gerade die Reifen plattgeschossen? Der hat gerade die Reifen vom Moped plattgeschossen. Ist der dumm? Die Reifen vom Moped platt schießen ist nicht. Bruder, die haben die Reifen platt geschossen einfach so. Das geht ja mal gar nicht. Das geht wirklich nicht. Anstatt erstmal hier rankommen, verhandeln oder so, einfach auf die Reifen schießen. Am Arsch. Wo sind wir denn hier? Das ist so ein richtiger Assi-Stall hier. Hey. Assi. Immer noch hinknien nach vorne. Vorne hinknien. Ach so, okay. Ich glaube, das waren die einzigsten. Kann ich mal kurz rausgehen, gucken? Nee. Knie dich hin. Surrender, bitte. Damit das hier auch alles... Du schädigst mein Spiel. Dankeschön. Ja. Da kommen die Nächsten. Mach nicht mal Medic. Medic? Mediziner, stopp, hören Sie auf. Oh nein, das kann man vergessen. Hallo, draußen bleiben, was soll denn das? Die Dame, bitte hereinkommen. Die Dame, bitte reintreten, hallo. Kommen Sie ran. Hallo, die Dame, könnten Sie bitte reinkommen? Ich bin bereit fürs Verhandeln. Die Dame, kommen Sie rein. Wir sind bereit zum Verhandeln. Nein! Oh mein Gott, das ist Das ist reiner Wickler. Ich hab gesagt, nur einer reinkommen, nicht alle. Ja, ich wollte mit der Dame handeln, aber die kam dann rein und hat irgendwie gesprochen wie eine Verrückte. Okay, ja gut, dann bin ich jetzt hier Ihr Verhandlungspartner. Überprüfen Sie denn Ihre Kollegen nicht auf Tauglichkeit? Ich bin auch nur Rekrut, es wäre auch schöner, wenn ich höre, aber... Nee, ich hätte gern jemanden, der hier was zu sagen hat, kein Rekrut. Kein Rekrut, ich möchte hier den Sergeant. Den Sergeant. Bitte? Den Sergeant! Hier ist kein Sergeant. Ja, aber ihr schickt doch nicht nur Rekruten raus. Sie haben gerade alle anderen erschossen, das ist das Problem. Wie viele von Ihnen sind denn draußen? Wir sind momentan ungefähr 7. 7? Mhm. Bilden Sie bitte eine Schlange vor der Tür. Ich möchte alle 7 von Ihnen sehen. Eine Schlange vor der Tür. Die haben sich gegenseitig erschossen. Oh nein, bitte nicht! Oh nein, bitte nicht! Hallo? Hallo? Cisco, Dicker, ich glaub's also, nicht. Was soll das? Bruder, nein, hallo. Stopp. Entfernen Sie sich sofort von diesem Ort, sonst werde ich die Geisel umbringen. Ich bring die Geisel um. Ich werde die Geisel umbringen, wenn ihr jetzt nicht sofort diesen Ort verlasst. Ich liebe dich. Nein, hättest du einfach loslassen können. Ach Mann. Ja, okay, das ist auch gut. Okay, lass mich einfach hier runter. Das passt schon, das ist schon gut. Cisco, warte, gib dir ein Auto. Ehrenmann. Kurze Admin-Überprüfung. Ich wollte nur testen, ob er den God-Mode anhat. Also wenn er Anzug anzieht, weißt du, das war ja nur eine Überprüfung. Später. Ah ja. Viel Spaß damit. Vielen lieben Dank. Übertreib aber nicht. Ja, nein. Ich guck nur. Ist das auch stark und so? Kann ich dann die anderen Autos so wegkicken damit? Ah, hör auf, ey. Das geht übertreib das? Übertreib nicht, Cisco. Geht das? Übertreib nicht. Sag, bitte. Geht das? Kommt auf an, welches Fahrzeug, aber übertreib nicht. Oh, geht ja gar nicht. Haha, okay. Oha, der ist ja sogar ultra stark. Was hat der für eine Panzerung? Oh, der brennt. Hey, der Wagen brennt. Ja, warte, ich geb den Report. Oha. Hallo. Hallo. Selber schuld. Nein. Oh, ein neuer Server, ein neuer... Sprung ins Verderben. Genau, macht schon Sinn irgendwo, glaube ich zumindest. Ich glaube nicht, dass es allzu lang dauern wird, bis wir hier auffliegen, aber der Server hat 108 Spieler. Von daher könnte was werden. Aber er ist da mal zum Würfelpark. Ach so, warte, mir fällt gerade auf, der Server hier hat ja Teamspeak, das heißt... Hallo, ich bin Herr Dieter.
Genau so werde ich mich anhören für die anderen Leute hier auf dem Server. Und ihr hört mich normal, damit es kein Ear-Rape gibt und so. Ja, weiter zum Würfelpark. Der Server wird in 5 Minuten neu gestartet. 5 Minuten Zeit, um Scheiße zu bauen. Wir schießen, Hände hoch oder wir schießen. Hände hoch oder wir schießen. Mein Leben ist in Gefahr. Mein Leben ist in Gefahr. Ich habe noch 4 Minuten, um gebannt zu werden. Schnell, 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 schnell. Oh, eine Schnecke, eine Snegge. Na, Snegge. Snegge, stopp. Snegge hat eine Waffe. Oh, oh. Snegge hat eine Waffe. Das Richten einer Waffe zählt zu einem Schusscall. Hallo, hallo, hallo. Oha, da bin ich ja fast draufgegangen, Junge. Ich habe noch 2 Minuten. Oh nein, ich muss mich echt beeilen. Servus, Kollege. Kollege. Ey, was machst du? Hallo? Ja. Bruder, der hat uns 2-mal überfahren, Digga. Jetzt, er bleibt auf dir drauf, Digga. Das stimmt doch gar nicht. Halt's Maul, Digga. Das stimmt gar nicht. Ja, sehr leise, voilà. Du lügst. Ich geh jetzt in Support. Ja, mach. Ich klipp, ja, warte, mach. Ich geh jetzt. Das war nämlich RDM, ne? Ah, Admin, gut, dass du da bist. Hä, hey, warte mal, ich kenn dich schon. Was soll das? Admin, gut, Disco, dass du da bist. Ja, warum trollst du hier rum? Ich hab nicht getrollt. Die haben mich umgeschossen. Einfach so. Natürlich. Hier kommt jemand in Support zu mir und sagt, sind überfahren und so. Wer sagt das? Das sagt die eine Dame. Was für eine Dame? Ich bin bei den Typen hier die ganze Zeit. Nee. Doch. Dann bist du nicht dieser YouTuber? Nein. Ah, okay. Darf ich wenigstens Insta-Werbung machen? So ein paar Follower? Nö. Nee, Digga. Einfach nein, ey. Ei, oh wei, oh wei. Ist aber räudig, ey. GLRP. Roleplay. Roleplay. Ich werde es nicht mal durch die Einreise schaffen. 6,5 Stunden später. Zum Glück habe ich nicht gewettet, ne? Wobei ich mir gut vorstellen könnte, dass der ein oder andere Admin hier jetzt mich umfliegt, ja, und gut am Bewachen ist. Könnte sein. Naja, vielleicht mache ich hier wirklich mal gutes RP. Oder normales RP. Man weiß ja nie. Ich glaube, ich werde mich erst einmal umziehen, denn ich habe Löcher in meiner Jacke. Mhm. So, die Löcher in meiner Jacke wurden entfernt. Ich war nämlich kurz nähen. Und nun brauche ich ein Auto. Ein schnelles Auto. Ein schönes Auto. Hallo? Wunderschön. Servus, kann man Tacho, die Herrscher. Ist das Ihr Lamborghini? Das ist meiner, ja, richtig. Dürfte ich mir den mal ausleihen? Natürlich, komm. Oh nein, nein. Jetzt steht Circo Loco der Herr. Ich würde es mal kurz erwähnen wollen, dass Sie sich benehmen, denn wir werden beobachtet. Winkler. Dann werde ich mir jetzt diesen... Herr Winkler, Herr Sie Winkler. Können doch gar nicht wissen, wie ich heiße. Ich habe Ihnen doch nicht Herr mal meinen Winkler. Namen genannt. Gutes RP. Oh, wollen wir da rein? Kann ich schön aufschießen. Können Sie das? Ja. Okay. Dann gehen Sie hin da. Zeigen Sie mir das. Oh. Ich park da mal schon mal hier. Dann komm doch mit. Ich hätte gern einen Taser. Ja, komm mit. Oben kann ich einen kaufen. Kriegst einen Taser, Herr Winkler. Du, ich hab dir nicht mal meinen Namen genannt. Mensch. Ich hab hier FIB-Blick, Junge. Verstehe. Darf ich jemanden grüßen? Nee. Grüßen, wenn ich Ihnen einen Taser gebe. Grüßen für Taser. Okay, Grüßung für Taser. Grüßung für Taser, okay. Oh, darf kaufen. Ich grüße die Straße zu Spaß, der Abgehobene und meine Mutter. Super. Hallo. Mama, ich bin im Fernsehen. Ich hoffe, da wird man Spaß haben. Da wird man mehr Spaß haben als sonst was. Sind da immer viele Leute inhaftiert? Da sind immer viele Leute inhaftiert. Okay, immer, vielleicht... Das ist der Spielplatz von den Amilern immer, die Schilder. Ja, ich merke schon. Moment, ich muss mich umziehen vorher, ja? Sonst wissen die ja sofort, wer ich bin. Das wäre ja blöd. Ich warte hier im Kfz, okay? Ja. Da bin ich mal gespannt, ob das da wirklich so lustig wird, wie er mir hier am Versprechen ist. So, ich muss mich auf jeden Fall ein bisschen umkleiden hier. Hemd vielleicht und Sakko. Adidas Flipflops. Perfekt. Ich brauche noch eine Maske oder einen Helm. Hallo, ich bin der Moji. Ich fahre gerne Motorrad. Raus da. Hallo. Wie oft waren Sie denn hier schon auf dem Start, Herr Winkler? Einmal. Einmal natürlich. Ich muss mal kurz was gucken. Hoppla. Oh. Hallo. Hören Sie auf, mich zu boxen. Nein. Hören Sie auf zu boxen. Ich häng fest. Hilfe, ich kann nichts tun, ich hänge. Ich kann Ihnen ein Auto geben. Geben aber Sie mir Auto. Nicht. Ja, ich gebe Ihnen ein Auto. Herr mit dem Fahrzeug, sofort. Digga. Hände hoch, das knallt. Hände hoch, das knallt. Warum hört sich der an die Cisco, Digga? Ich werde dieses Fahrzeug nehmen. Schließen Sie sofort auf. Nein. Aufschließen. Nein. Aufmachen. Nein. Will ich das doch geben, aber es sind so viele Menschen. Nein, du gibst es ihm nicht. Du gibst es ihm nicht. Timmy, du gibst es ihm nicht. Das ist meins. Nein. Timmy. Meine Verantwortung. Du bist so ein Idiot. Das sind alles Supporter. Eine Frage, sind es hier der Echte? Ey, das sind ja alles Teamler da hinten. Warum heulen die denn alle so rum? Timmy, du gibst es ihm nicht. Nein, ne? Timmy, du gibst es ihm nicht.
Nein, sind keine Teamler. Nein, 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 nein. Mit großer Wahrscheinlichkeit keine Teamler. Nee, nee. FlixRP, keine Allowlist In-Game Voice. Doch, gehen wir doch rein. Doch, gehen wir doch rein. Eigentlich hätte ich in der Einreise spawnen sollen. Stattdessen spawn ich draußen. Und so wie es aussieht, werde ich auch nicht weggeportet. Heißt das, ich kann einfach weglaufen, Bro? Also ich weiß echt nicht, ob das so gewollt ist. Ich bin nicht eingereist, ich bin draußen gespawnt und ich kann hier anscheinend rumlaufen, wie ich will. Und es passiert nichts. Also, bitte kriegt endlich mal eure Server auf die Kette. Bitte. Es ist so schrecklich, Junge. Ich habe so das Gefühl, ich werde tatsächlich, da man auch nichts ausparken kann auf diesem Server, wenn man aus der Einreise kommt, werde ich, glaube ich, tatsächlich laufen müssen. Bis in die Stadt. Bis nach Los Santos werde ich jetzt rennen. Was man nicht alles für Content tut, ne? Eine Ewigkeit später. Hey, warum höre ich hier Autosounds? Warte, fahren da Leute wirklich BMX gerade? Oder sind das NPCs? Oh, ein Auto. Oh, hier fahren wirklich Leute mit ihrem BMX. Yo, Kollege. Jo. Geiles Bike. Boah. Heftiger Stunt, yo. Yo, Mann. Hey, 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 hey. Aussteigen. Aussteigen. Aussteigen oder es knallt. Ist das ein Soundboard? Du bist gar kein Medic. Ist das ein Soundboard? Hallo, ich bin ein Medic. Aber ich hab gerade unten gezogen. Soundboard, ne? Soundboard. Schlechtes Soundboard. Aber warum schießen die? Warum schießen die? Fällt ja auch nicht schießen. Nicht schießen. Junge, hier stehen echt überall Autos rum. Was ist das? Hä? Was ist das für ein Server? Hallo? Aussteigen oder es knallt. Oh, oh, oh. Warten Sie mal, reden Sie mal. Ich glaube, ich habe wieder einen Gambo-Server gefunden. Einen reinen Gambo-Server. Hä, hey, what the fuck? Was machst du? Stehen bleiben. Nein, ich stehe nicht mit mir für dich. Grüne Wiese. Was fährst du weg, ja, gelb. Grüne Wiese. Hallo, was soll das? Cisco. Seid ihr irgendwie dumm? Aussteigen oder es knallt? Grüne, grüne Wiese, grüne Wiese. Aussteigen, grüne Wiese. Cisco, ey, Cisco, ich leg doch mal ein. Grüß meine Oma. Ich grüß meine Oma. Dann hin hoch. Zack, Zöder. Cisco. Oh, gehst du? Cisco. Cisco. Komm, 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 nimm ihn mit. Eie. Oh. Ey, bist du doof? Medic, 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 Medic. Einmal bitte hier jemand wiederbeleben. Jetzt ist Rache angesagt. Zucker, bleh. Rache, Rache an allen Fanboys. Mutter, er ist mit Noclip geflogen. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Ey, bitte, ey, bist du Cisco? Bitte, hat er dir gerade erzählt, dass ich ein Modder bin und mit Noclip geflogen bin? Hat er dir das gerade erzählt, dass ich gemoddet habe? Der ist gerade wirklich geflogen irgendwohin. Also ich würde sowas wegbannen, ne? Cisco, bitte, ey. Kannst du nicht einfach sagen, ich bin ein Modder? Much, Junge, much. Ja, Jungs, der kann euch doch nicht einfach so eine Lügengeschichte auftischen. Ja, aber ey, ich bin ein Admin. Ich hab dein Video gesehen und hab mich dann... Ich höre dich nicht, das Fenster ist, nein zu Polizeigewalt. Okay. Junge, bitte, bitte! Hau ab! Ey, Erfel, nein! Hä? Ey, Bruder? Junge, Junge, Junge. Ey, ich hab grad einfach einen Supporter durchsucht. Krass. Och, Junge. Schmieröl. Schlechtes Soundboard. Schmieröl. Schmieröl. Aufhören. Pascal, Digga. Das ist nicht Cisco, das ist ein Mutter-Idioten. Ja, das ist ein Fanboy. Witz ist, rede mal. Hallo, du hier, rede mal. Nein, Digga, das ist niemals Cisco. Sorry, sorry. Ach, hört mal auf. Ich hab gehört, du machst hier schon wieder ein bisschen Unsinn. Naja, noch gar nichts. Ich versuche hier wegzulaufen vor Cisco, Cisco, oh mein Gott, Cisco, oh mein Gott. Aber ich hab da eine Lösung, die geht besser. Außer weglaufen. Weißt du wie? Ich kann's mir denken. Ich denke auch. Was soll ich denn noch machen? Was soll ich denn noch machen? Also wirklich, es ist unglaublich.